Also den Film ist entstanden aus 2010, kann man schon sagen, als die erste Rettungsaktion von Griechenland kam. Und da muss ich sagen, als eifriger FAZ-Leser habe ich damals eben auch schon durch diese Zeitung erfahren, dass diese ersten 100 Milliarden, die da angeblich zur Rettung Griechenlands geflossen sind, sämtlichst an die Banken in weiß ich wo gegangen sind. Und so eine fatale Lüge, ja, also so eine komplette Lüge, die durch den ganzen Medienwald gegangen ist, das fand ich einfach so empörend. Eine Rettung, wo die Bild-Zeitung noch bis heute eine Kampagne gegen die Griechen führt, dabei ist das in Griechenland nicht angekommen, das war der ursprüngliche Anstoß. Dann begann die Recherche und man stellte einfach fest, diese Rettung, die es ja auch in Deutschland gab, also auch in Deutschland wurde ja fleißig gerettet für über 150 Milliarden, das ist nicht wenig Geld, das ist über die Hälfte eines Bundeshaushalts, da wurde auch nicht die Deutschen gerettet, sondern es wurden internationale Hedgefonds gerettet. Man kann es für, und man kann aber auch sagen, überall, wo angeblich Staaten gerettet wurden, wie in Spanien, das wusste ich am Anfang auch nicht, oder in Irland, es gibt ja noch mehrere, die haben das alle nicht freiwillig gemacht. Die wurden gezwungen zu dieser Rettung, aber nirgendwo wurden diese Länder gerettet. Überall ging das Geld an die Gläubiger, an die großen Banken. Und was auch noch, und dann höre ich aber wirklich schon auf, mir dann mit der Zeit oder uns aufging, kann ja sagen, dass überall die Banken profitiert haben von dieser Rettung in den USA, egal wo. Ja. Die großen Banken sind noch größer geworden, aber eigentlich sind die Banken ja nur die sozusagen die Statthalter der großen Vermögen, der richtig Reichen, die während der Krise nochmal so richtig mehr reich geworden sind. Wir können da auch nochmal drüber reden. Und sie verwalten das Geld dieser Reichen und haben darauf geachtet, dass in der Krise kein einziger Reicher einen Cent verloren hat. Ja? Das ist die wichtigste Funktion dieser Banken und haben natürlich dabei selbst auch als die Verwalter des Gelds der wirklich Reichen, der 0,5%, ja, die wir nirgendwo sehen, nicht die kleinen Millionäre sind das, sondern das sind die, die wir nirgendwo sehen, ja, die sind natürlich dabei auch stärker, größer geworden. Ja. Okay, ja, mit Ausnahmen. Eine erste Wortmeldung, du und dann... Wurde der Film auch den Abgeordneten vorgeführt? Naja, wir haben nicht die Macht, wir sind ein kleines Team, den Abgeordneten vorzuführen. Es gab mutige Menschen in Berlin und auch in Hamburg, die die örtlichen Bundestagsabgeordneten eingeladen haben. Und der Film wurde dann vor großem Publikum mit den Bundestagsabgeordneten der CDU, der SPD und so weiter angeguckt. Das waren jeweils wunderbare Veranstaltungen. Das war sehr schön. Aber wenn ich glaube, das ist die effektivste Form. Man soll nicht glauben, dass die Abgeordneten das alles nicht wissen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ihnen einfach nur den Film zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man da etwas erreicht. Man erreicht etwas, indem die Bürger aufwachen. Und das kann man bei solchen Veranstaltungen mit den Abgeordneten sehr gut erreichen. Ich hätte eine Frage gehabt zu Island. Ja. Island ist ja ganz anders durch die Krise gekommen. Was meinen Sie, was hat den größeren Ausschlag gegeben? Die Bevölkerung, die aufgestanden ist, oder die Regierung, die da vielleicht anders tickt wie im Rest Europa? Haben Sie verstanden die Frage? Nein. Also, warum in Island das ganz anders gelaufen ist.
war es nur die Regierung, die ganz anders drauf war, oder war es das Volk? Also man muss dazu sagen, dass in Island natürlich die Regierung, die dran war, als die Krise ausbrach, genauso eine Regierung war wie überall. Und die haben sofort dieselbe Politik gemacht wie überall. Die versuchten, diese Rettung durchzuführen, was eigentlich ein Wahnsinn war. Die haben sofort angefangen, Sozialabbau zu betreiben, um das Geld zu kriegen. Und dann hat man ja gesehen, die haben wirklich ein Vierteljahr lang das Parlament und die Regierungsbehörden haben sie belagert, die Isländer. Also das war keine Kleinigkeit, was die gemacht haben. Und es gibt so eine Geschichte nebenbei. Sogar die Frau des Staatspräsidenten ist in der letzten Woche auch unter den Demonstranten gewesen und hat mitdemonstriert, was halt, ich glaube, das war nicht das Einzige, aber jedenfalls hat das Volk schon dafür zugeführt, dass einfach diese Neuwahlen stattfinden mussten und dann eine wirklich andere Regierung stattfand. Der zweite Punkt und der vielleicht wichtigere, also Sie haben mitbekommen, in Island hat man wirklich etwas gemacht, was behauptet wird, in Deutschland wurde es immer behauptet, überall, das geht gar nicht. Ja. Man hat die großen Banken nicht gerettet, die großen Kapitalien, man hat nicht die Reichen gerettet, sondern die hat man einfach bankrott gehen lassen, das internationale Kapital, und man hat nur den inländischen Teil, der mit der Realwirtschaft verbunden war, also der mit den Bürgern verbunden war und mit den Betrieben, den hat man in neue Banken überführt. Und seitdem, das muss man wirklich sagen, die haben Zuwachsraten in Island und die haben wir in Europa, davon können wir nur träumen seitdem. Da könnte man noch viel dazu erzählen. Und der andere Grund, weshalb das in Island allerdings geklappt hat, naja, ich muss nicht alles sagen, die gehören nicht dem Euro an, die gehören nicht dem Euro an, ne? Weil in Griechenland, man kann wirklich sagen, dass die Griechen auch auf die Barrikaden gegangen sind, die bloß in Griechenland war das auch so, da hat dann, als die Bevölkerung wirklich gar nicht mehr aufhörte, ist dann auch der Präsident oder der Staatspräsident Papandreou, ja, damals Sozialist, hat dann gesagt, ja, das mache ich nicht mehr mit. Ne? Also das sollte ja dann das zweite Rettungspaket bekommen. Und er hat dann allen verkündet, er möchte eine Volksabstimmung machen, weil er die Verantwortung nicht tragen könnte. Diese Ankündigung hat er nicht zwei Wochen überlebt. Dann wurde er abgesetzt vom Europarat. Ganz andere Verhältnisse. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass Island einfach nicht im Euro drin ist. Und auch nicht in der EU. Erstmal zu Zypern. Zypern war tatsächlich das erste Mal so, dass man zumindest offiziell nicht die Rettungspolitik so, wie man sie bis dahin gemacht hat, durchgeführt hat. Man hat gesagt, ab einem bestimmten Betrag müssen die sozusagen, die da die Kredite gegeben haben, dann auf das ein Teil ihres Kredites verzichten. Bloß, man hat dieselben zyprischen Banken, haben die großen, die haben auch in London, die haben auch in Moskau, die haben auch an der Wall Street, haben die ihre Filialen. Ich weiß nicht, zwei oder drei Tage, nachdem man sozusagen diesen Schnitt, also dass die alle verzichten sollten, zwei oder drei Tage lang konnten die wirklich Reichen, einfach über die Filialen in London, hauptsächlich in London, natürlich über ihr ganzes Geld verfügen und es abziehen. Betroffen waren so kleine Leute, die halt
na, ihre Rente darauf haben, und das kann ja auch schon mal 200.000 sein, ja, oder Hotels oder sowas, die waren betroffen, aber nicht die wirklich Reichen. Auch bei dieser Rettung wurden die gerettet, die wirklich reich sind, aber die anderen, die haben natürlich geblutet. Und natürlich kann ich Ihnen halt einfach zustimmen, aber das sieht ja, der ganze Film zeigt das ja, dass natürlich die Verschuldung von Ländern immer ein Mittel zu Zweck ist, ja, dass man halt neoliberale Standards durchsetzen möchte. Ja. Also es werden die Lohnstandards, also es wird die Arbeit dereguliert, ja, als erstes. In Griechenland gibt es keine Tarifverträge mehr. Jeder muss sich selbst anbieten, in Spanien übrigens auch. Ja? Also es gibt einfach keine Tarifverträge gab's mehr. Bitte? Ja, ja, ja. Natürlich gab es Tarifverträge vorher, auch in Spanien. Spanien, die hatten die 35-Stunden-Woche zum Beispiel. Ne? Aber ja, was ist noch neoliberal? Man schafft die öffentlichen Sozialversicherungen ab, ja, also dass die öffentliche Gesundheitsversorgung, die öffentliche Bildung, das ist in Griechenland weitgehend perfekt, hat das geklappt, ja, das war das eigentliche Ziel. Man hat gesehen, bei der sogenannten Umschuldung, also bei der Rettung Griechenlands, hat man ganz bewusst darauf geachtet, dass die griechischen Sozialversicherungen ruiniert werden. Alle anderen hat man ja fein säuberlich gerettet. Das kann niemand behaupten, das wäre denen nicht aufgefallen. Ja? Das ist ganz bewusst hingenommen worden. Ja? Die Deutsche Bank, die hat nach ihren eigenen Angaben, haben sie 96% ihres Umsatzes sind mit Wetten verbunden. Das heißt, sind Derivate, das ist eine Verwaltung von großen Vermögen. Nur 4% haben mit Spareinlagen, haben mit Wirtschaft zu tun, also mit realer Wirtschaft zu tun. 4%. Bei der Commerzbank ist das etwas höher, da ist das bei 9%. Ja? Wenn jetzt eine Krise käme nochmal, wie damals 2008, also die Hauptgeretteten in Deutschland war ja die Deutsche Bank, aber auch die Commerzbank, ja. Ich könnte darauf eingehen, wenn wir mehr Zeit haben. Dann müsste ein verantwortungsvoller Ökonom schlicht nur diese 4% retten. Dann hätte kein deutscher Bürger, keine deutsche Firma, hätte irgendeinen Nachteil. Aber die internationalen Hedgefonds, die großen Wetten, das wäre alles weg. Aber keiner würde hier überhaupt irgendetwas merken. Das, Island hat das am kleinen Beispiel nur vorgemacht. Ja. Es ist einfach so, diese, selbst der die Derivate erfunden hat, stellen Sie sich das vor, dass man halt hingeht, diese Derivate, die haben das 20-fache dessen, was an Umfang dessen, was hier in der Welt produziert wird. Ja? Das ist ein Anspruch auf nichts. Das ist eine Blase, die da um uns wächst. Diese Blase einfach nicht anzuerkennen, ja? Dass diese Ansprüche nicht anerkannt werden, das würde die Realproduktion niemals tangieren. Das sagen nicht irgendwelche Linken, sondern das sagen schlichtweg die anerkanntesten Ökonomen in der Welt. Und Island hat es einfach mal gemacht, weil ihnen kaum anderes übrig blieb, sonst hätte die Bevölkerung da nicht mehr mitgespielt. Das ist das Erste. Ich denke, wir haben so viel Milliarden da reingepumpt, ja. Sie haben alle darunter zu leiden gehabt, ja. Es wurde die Hypo-Real-Estate gerettet, ja. Die Hypo-Real-Estate hat uns alleine 90 Milliarden, also 30 Milliarden sind schon geflossen. Der Rest, das geht alles noch nach und nach hoch. Wer waren denn die Eigentümer von der Hypo-Real-Estate? Das waren alles Hedgefonds. Wenn unsere Firma pleite ging, die Kernfilm, als erster würde ich herangezogen werden. Ja, als erster müsste ich bluten, die Eigentümer,
Bei jeder Firma, egal wo. Nur bei der Hybril ST wurde nicht mal gefragt, wer die Eigentümer sind. Aber natürlich, diese Hedgefonds, die sind ja wichtiger als jeder Metzger, als jeder weiß ich was anderes. Verstehen Sie, dieser Wahnsinn, den muss man, also die nächste Krise wird kommen und dann wird genau der Punkt, diese Frage wieder stehen, ja? Ob wir wieder enteignet werden, ja? Das ist eine Enteignung der Bürger letztendlich. Oder ob die Vernunft einkehrt. Ich bin da nicht sehr optimistisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine ganz schwierige Sache, da rauszukommen, aus dieser Schuldknechtschaft. Also man kann es ja wirklich so sagen, das ist eine Schuldknechtschaft. Sie sagen, die Souveränität ist abgeschafft. Ich würde sagen, die Demokratie ist einfach abgeschafft. Ne? Also Völker haben gar nicht mehr das Recht, über ihr Schicksal zu bestimmen. Das ist definitiv so seit 2008. Ja? In der nächsten Krise wird das wahrscheinlich noch schärfer werden. Ja? Also insofern kommen wir schon zu der schönen Frage, was man tun kann. Ich denke, es ist einfach noch viel Aufklärung für die Bevölkerung. In Spanien ist es sehr weit gegangen. Ich denke, so knapp die Hälfte der Bevölkerung hat kapiert in Spanien, dass ein Schuldenaudit stattfinden muss. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ein Schuldenschnitt stattfinden muss. Man untersucht die Schulden und da kann jedes, das hat auch in Ecuador nicht einfach mal der Staat gemacht, ja, sondern es hat mit Bürgerkomitees angefangen. In jeder Stadt haben sie angefangen, Experten, ja, und haben die Unterlagen geprüft, wie ist es zu den Schulden gekommen, ja. Und überall kann man Unregelmäßigkeiten, kann man Bestechung, und in Griechenland könnte man so viel finden, aber es gibt das, ja, ich weiß, aber ich hoffe, dieser Prozess geht auch in Griechenland weiter mit dem Schuldenaudit, und das gibt es in Spanien, das gibt es jetzt auch schon in Irland. Ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument, ja. Und ich denke auch, was Sie haben, die Idee mit Attac, das ist gut, aber immer mit der Öffentlichkeit. Die einzige Chance ist, dass die Öffentlichkeit mobilisiert wird. Ich sage Ihnen, der Prozess, das ist jetzt nicht nur, dass irgendeine Krise wieder kommen wird, aber der Angriff auf die sozialen Rechte, auf die Gesellschaft, der geht immer weiter. Und ich denke, da muss einfach mehr Hellhörigkeit kommen. Da muss die Bevölkerung involviert werden und die Öffentlichkeit involviert werden, sonst erreicht man gar nichts.